wir haben einen Geburtstag zu feiern. Die Currywurst, Carsten, wird 75 Jahre alt. Ja, ich werde dich mal zu einer Curry einladen. Du hast ja vorhin gemeint, dass ich zu viel Currywurst esse, aber ich passe in meinen Anzug. Ich habe nicht gesagt, dass du dick bist, Carsten. Ja. Aber die Currywurst, lass uns jetzt den Geburtstag der Currywurst feiern. Alles Gute zum 75. Guten Appetit. Bratwurst, Ketchup, Curry. Viel mehr braucht es nicht. Ein einfaches Rezept feiert heute Jubiläum. Die Currywurst hat Geburtstag. Sie wird 75 Jahre alt. Und seit genauso vielen Jahren ist die Currywurst eine der beliebtesten Snacks in ganz Deutschland. Wir haben uns mal umgehört und gefragt, warum? Was macht euch die Currywurst so besonders? Mal was anderes als wie gesagt, Pizza, Döner, Falafel. Ich würde sagen, Currysoße, Fritten, hol dann schon ab. Ich finde, es muss auf jeden Fall brennen ein bisschen, weil sonst hat es irgendwie nicht den Flair von einer Currywurst. Schmeckt super mit dem bisschen leichten Schärfe, die Tomatensauce drüber, wunderbar. Ich bin mit dem Geschäftsführer einer Berliner Currywurstkette verabredet. Für ihn kommt es nicht nur auf den Geschmack an. Currywurst hat sich im Laufe der Jahrzehnte relativ wenig verändert. Das heißt, man kommt zu einer Currywurstbude und weiß genau, was man bekommt. Wenn man zu seiner eigenen geht, zu seiner Stamm-Currywurstbude, hat man im Grunde immer dieses Heimkommen-Gefühl. Und dieses Gefühl scheint sich zu verkaufen. Fast 3 Tonnen Ketchup gehen hier im Schnitt über die Theke pro Woche. Dabei ist durch die Inflation vor allem Ketchup deutlich teurer geworden. Für Currywurst-Fans ist das kein Problem. Bisschen teurer ist halt heutzutage mit Inflation und so, ist normal. Aber ich denke, es ist immer noch zu einem guten Preis zu haben. Mein Döner ist auch teurer geworden. Na, muss man damit leben. Übrigens, der Weltrekord für die größte Currywurst ist im Jahr 2010 in Wolfenbüttel in Niedersachsen aufgestellt worden. Die rund 320 Meter lange Wurst war fast doppelt so lang wie der Kölner Dom. Die Currywurst schmeckt nicht nur lecker, sondern sie ist auch ein wirklicher Wirtschaftsfaktor hier in Deutschland. 800 Millionen Currywürste werden in Deutschland im Jahr verkauft. Von diesen 800 Millionen Currywürsten werden allein 70 Millionen hier in Berlin, in der Hauptstadt, verkauft. Also eine ganz schöne Menge. Das lohnt sich, denn im Schnitt kostet eine Currywurst zwischen 5 und 12 Euro. Das kommt ganz darauf an, wo man die Currywurst kauft. Hier im bekanntesten Hotel Berlins kostet eine Currywurst schlappe 26 Euro. Die Hauptstadt beansprucht die Erfindung der Currywurst klar für sich. Richtig gesichert ist das allerdings nicht. Aber eigentlich auch egal, denn mittlerweile ist sie fast schon deutsches Kulturgut. Ich wünsche der Currywurst, dass sie ganz lange weiter so bestehen möge. Na dann, auf mindestens weitere 75 Jahre.